Wie könnt ihr helfen, wenn ihr eine bewusstlose Person vorfindet? Die Antwort darauf ist zum Glück einfach und umfasst nur drei Schritte: Prüfen, rufen und drücken. Wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch in diesem Video. Als erstes überprüfen wir, ob die Person noch bei Bewusstsein ist. Dazu sprechen wir sie laut an und rütteln vorsichtig an den Schultern. Hallo, alles in Ordnung bei Ihnen? Keine Reaktion. Als nächstes überprüfen wir die Atmung. Dazu heben wir leicht das Kinn an, das öffnet die Atemwege, und schauen 5 bis 10 Sekunden lang konzentriert, ob die Person atmet. Keine Atmung. Spätestens jetzt müssen wir uns Hilfe rufen. Entschuldigen Sie, wir haben hier einen Notfall. Rufen Sie bitte Hilfe. Okay, ich rufe Hilfe. Sehr gut. Hilfe ist unterwegs, das Herz schlägt nicht mehr. Wir müssen jetzt mit der Herzdruckmassage beginnen. Dafür legen wir beide Handballen in die Mitte des Oberkörpers und beginnen schnell und tief mit der Herzdruckmassage. 100 bis 120 Mal pro Minute. Wichtig dabei ist, ich bringe meine Schultern direkt über den Oberkörper und strecke meine Arme vollständig durch. Das spart Kraft. Ziel ist es, 5 bis 6 cm, ja, das ist tief, zu drücken und jedes Mal vollständig zu entlasten. Wenn es möglich ist, hört ihr nicht auf, bis Hilfe eintrifft. Das Ganze fasse ich noch einmal für euch an unserer Pocketcard zusammen. Finden wir eine bewusstlose Person, prüfen wir als erstes, ob sie erweckbar ist und schauen, ob sie noch atmet. In jedem Falle sollten wir uns als nächstes Hilfe holen, über die 112 oder den hausinternen Notruf. Wenn die Person nicht oder nicht normal atmet, beginnen wir sofort mit der Herzdruckmassage und stoppen nicht bis zum Eintreffen der Hilfe.